Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Dieses Video ist Teil 2 unserer Nordzypern-Reise im Oktober diesen Jahres und in diesem Video möchte ich einige Fragen beantworten, die mich per E-Mail erreicht haben. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, bei Fragen rund um Nordzypern, Immobilien kaufen oder an unserem Ressort mieten, könnt ihr mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken an cs.northcyprus@gmail.com. Eine der häufigsten Fragen, die mich erreichen, ist, in welche Lage man auf Nordzypern investieren sollte. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, dass es auf die individuellen Bedürfnisse ankommt. Von Apartments in Anlagen über freistehende Häuser bis hin zu Villen gibt es für jeden Geschmack die richtige Immobilie. Und während die einen gerne in die Stadt ziehen, andere in die Berge, war für uns klar, dass wir außerhalb in der Natur und am Meer leben wollen. Warum, seht ihr in meinen Videos. In der Nähe unseres Ressorts gibt es kleinere Supermärkte, wovon man auch einen theoretisch zu Fuß erreichen kann und eine gute Auswahl an unterschiedlichsten leckeren Restaurants, für die manche sogar von weit entfernten Städten anreisen. Generell braucht man aber auf Nordzypern definitiv ein Auto. Auch als wir im letzten Jahr in einem Apartment zentral in der Stadt wohnten, war es unmöglich für uns dort zu Fuß die Stadt zu erkunden, geschweige denn zum Strand zu laufen, denn eine vielbefahrene Straße versperrte uns den Weg und Gehsteige sucht man vergebens. Weil draußen in der Natur brauchen wir ein Auto eigentlich noch seltener als in der Stadt, nur um einmal in der Woche den Großeinkauf zu tätigen. Ansonsten liegt alles, was wir gerne in der Freizeit unternehmen, direkt vor unserer Haustür. Das Meer zum Schwimmen, die Berge zum Wandern und in unserer Anlage gibt es einen großen Pool und zusätzlich entstehen ein Spa, Fitnessstudio, Tennisplätze, ein Café und Restaurants sowie ein Garten, aus dem man sich direkt das Obst von den Bäumen pflücken kann. Und was braucht man mehr? Ja, das bringt mich auch schon zur zweithäufigsten Frage. Gibt es denn noch Apartments in unserer Anlage und sind diese bezugsfertig? Insgesamt besteht unsere Anlage aus 4 Bauphasen. Bauphase 1 ist abgeschlossen und ausverkauft. Nächstes Jahr ist die Fertigstellung von Bauphase 2 und 3 geplant und in Bauphase 2 ist der Pool schon ausgegossen. In den weiteren Bauphasen werden gerade die Fundamente und Rohbauten fertiggestellt. Von allen Apartments, egal in welcher Bauphase, hat man einen Blick in die Berge und aufs Meer. Für aktuelle Verfügbarkeiten und Preislisten schickt mir am besten eine E-Mail an cs.northcyprus@gmail.com. Eine weitere Frage, die vor allem viele umtreibt, die ans Auswandern denken, ist, gibt es denn viele Deutsche auf der Insel? Ja, gibt es. In unserer Anlage haben 95% Deutsche gekauft. Zudem gibt es auch monatliche Stammtische mit der deutschen Community auf Nordzypern, die von Susanne Reihe organisiert werden und man sich dort gegenseitig kennenlernen und austauschen kann. Und auch in unserer Anlage verbringt man den ein oder anderen Abend mit netten Nachbarn auf der Terrasse und genießt die atemberaubenden Sonnenuntergänge.
Mein persönlicher Tipp für alle, die sich für Immobilien interessieren, ist, sich die Insel und Projekte persönlich anzuschauen. Denn egal, ob man nach einer Ferienimmobilie sucht oder auswandern möchte, letztendlich ist euer Bauchgefühl entscheidend und obwohl es eine Insel ist, hat jedes Projekt und die einzigartige Natur drumherum ihren ganz eigenen Charme und Energie. Hier zum Beispiel mal ein Projekt, das eine gigantisch schöne Felslandschaft aus Vulkangestein unmittelbar vor der Haustür hat. Wie ihr seht, macht es uns großen Spaß, bei jedem Inselbesuch auch andere Projekte anzuschauen und den Baufortschritt auf der Insel zu verfolgen. Was uns auf der Insel auch sehr gut gefällt, sind die hervorragenden Restaurants und die im Vergleich zu Deutschland moderaten Preise. Für jeden Geschmack ist was dabei und alles wird stets frisch zubereitet, wodurch alles viel intensiver schmeckt als bei uns in der Gastro. Das bringt uns zu den Einkaufsmöglichkeiten auf Nordzypern. Wir empfehlen einen Besuch in der City Mall in Famagusta. Dort gibt es in der obersten Etage einige Restaurants, aber auch ein Kino und einen Spielbereich für Kids und Teenager. In der Mall gibt es eine gute Auswahl an Klamotten- und Möbelläden, sowie auch einen gut sortierten Supermarkt und schöne Haushaltswarenläden. Zum Abschluss noch ein Tipp für alle, die Buffets lieben. Im Corinium Golf und Beach Resort gibt es sonntags zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr ein super leckeres und ausgiebiges Lunchbuffet. Es gibt wirklich alles, was das Herz begehrt und alle Geschmäcker kommen hier voll auf ihre Kosten. Der Corinium Golfplatz zählt unter Golfern zu einem der schönsten 18-Loch-Golfplätze der Welt und von jedem Abschlag aus sieht man die Berge und das Meer. Leider ist unser Urlaub auf unserer Lieblingsinsel schon zu Ende, aber die nächsten Flüge sind schon wieder gebucht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und Kanalabo und bei Fragen könnt ihr mir natürlich sehr gerne eine E-Mail schreiben. Bis zum nächsten Mal.